Ist Satoshi Nakamoto zurück? Laut Arkham Intelligence kam es zur Aktivität auf Bitcoin-Adressen von 2009. Einige der frühesten Bitcoin-Mining-Adressen sind aufgewacht, schreibt Arkham. Knapp 16 Millionen US-Dollar sind von 5 Adressen, die im ersten Monat von Bitcoins Entstehung aktiviert wurden, auf neue Adressen abgeflossen. Jeder dieser Adressen erhielt zu dieser Zeit 50 BTC als Belohnung für die erfolgreiche Validierung von Blöcken. Vor 15 Jahren schürfte Satoshi die meisten Blöcke in der Anfangszeit von Bitcoin. Neben Satoshi Nakamoto gab es nur wenige Personen, die so früh nach BTC schürften. Der Prozess war damals deutlich einfacher. Satoshi Nakamoto ist das Pseudonym der unbekannten Person oder Gruppe, die das Bitcoin-Protokoll entwickelt hat. Das Satoshi-Vermögen wird auf etwa 1,1 Millionen Bitcoin geschätzt. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.